Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und jawohl, Leute, absolut wild. Morgen bin ich wieder live, Leute. Morgen bin ich wieder live am Start. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wird eine absolute Eskalation wieder. Wieder richtig schön live. Viele Packs aufmachen. Das wird richtig, richtig wild. Ich kann euch auch gleich mal zeigen, was ich alles so Schönes angespart habe und was alles noch so da ist. Das wird auf jeden Fall ordentlich nochmal eskalieren. Vielleicht ziehen wir noch was Schönes. Wir werden ja sehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall gehypt und freue mich. Mal gucken, was da so morgen am Start sein wird. Außerdem, ja, genau, ihr seht ja auch ein paar Gems am Start. Wir werden auch nochmal ein Storchkopf-Pack öffnen. So sieht's aus. Tatsächlich gucke ich hier gerade im Hintergrund noch Deutschland gegen Niederlande. Steht gerade noch 0:0, 16. Minute. Alles safe hier, alles safe. Und das heißt, wir gehen auch rein ins heutige Video tatsächlich. Denn heute habe ich mir einfach mal gedacht, yo, es fragen mich immer viele, wie Trading und sowas funktioniert. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit nicht so gut getradet. Naja, doch. Also es gab jetzt nicht so viele Dinge, die jetzt nicht so gut liefen. Aber ja, ich kann trotzdem mal so das sagen, was ich weiß und was ich jetzt auch derzeit schon so mitgenommen habe. Ich habe, keine Ahnung, 3-4 Jahre FM-Erfahrung. Ich habe jetzt auch schon seit Anfang an FM22 gespielt. Da kann ich mal ein bisschen was zu sagen, was man jetzt so kaufen sollte, wo man noch ein bisschen warten sollte, worauf man warten sollte mit ein paar verschiedenen Spielern und so, kann ich ja einfach mal etwas dazu sagen. Also, zuallererst kann ich ja vielleicht mal was zu den Event-Spielern sagen. Wir haben ja gerade das Champions League-Event und die ganzen Spieler, die es ja hier gibt, die man hier alle schön ziehen kann, die sind ja derzeit nicht so viel wert. Deswegen würde ich euch raten, die Spieler auf jeden Fall, also wenn ihr jetzt euch schon einen 93er holt, dann auf jeden Fall die direkt verkaufen, weil die werden sowieso noch sinken. Auch alle Star Pass-Spieler aus dem Star Pass direkt verkaufen, weil die sowieso alle noch sinken werden. Weil sich mit der Zeit immer mehr Leute halt den Star Pass kaufen und deswegen immer mehr Leute die Spieler bekommen und die Spieler verkaufen. Genauso ist es bei den 93ern oder 91er auch jetzt, ja, schwierig zu sagen, aber ich denke mal, so alle Spieler, die man sich abholen kann, die sollte man auf jeden Fall jetzt verkaufen, bei dem Rest eher noch warten. Auch so generell bei 88ern, 87ern, die sind jetzt alle ganz wenig wert. Also ganz wenig, also die sind immer noch was wert, aber die können noch viel mehr wert sein. Da würde ich warten, auch wenn es noch lange dauert, wirklich bis nach dem Event, denn da werden die immer steigen, haben auch die letzten Events immer so gezeigt, da werden nochmal ein bisschen steigen. So auch die Totis sind alle nochmal gestiegen nach dem Toti-Event. Werden vielleicht nicht so krass steigen wie die Totis, ist ja klar, haben jetzt nicht so heftige Stats im Vergleich zu den Totis. Deswegen, ja, aber ich denke mal trotzdem, dass sie dann ordentlich nochmal steigen werden. Und weil ich ja auch hier gerade schon wieder ein Kondogbia sehe, Kondogbia, Leute. Und zwar, ich würde euch allen raten, kauft euch jetzt Atletico-Spieler. Ich habe das ja leider keine Münzen, sonst würde ich es auch machen. Aber Atletico Madrid, diese Spieler werden so teuer werden. Diese Spieler werden so teuer werden. Denn, Achtung, ui, war gerade ein schöner Schuss von Havertz. Huch, ja, ich gucke ja nebenbei gerade Niederlande, Deutschland, habe ich ja schon gesagt. Aber die, man bekommt wahrscheinlich hier bei Eikenwege, wird es wahrscheinlich dann, wenn es hier ums Team geht, also da hatten wir die Nation, wir hatten die Liga, dann geht es ums Team und dann wird höchstwahrscheinlich Atletico Madrid genommen, weil er dort einfach die heftigsten Erfolge hat und es wurde auch schon inoffiziell bestätigt, dass dort Atletico Madrid kommen wird in 29 Tagen und ihr wisst, was dann passiert. Es wird absolut eskalieren mit den Preisen auf dem Markt. Keine Atletico-Spieler werden mehr da sein. Und ihr seid der Held, wenn ihr 40 Spieler oder 30 Spieler gekauft habt. Die werden irrsinnig steigen im Wert. Und noch mehr als Liga oder Nation hier. Also noch heftiger als die ganzen Premier League-Spieler. Und so ist ja klar, weil von der Mannschaft gibt es einfach weniger Spieler als von der ganzen Premier League. Weil ich denke mal, das liegt klar auf der Hand. Deswegen, Leute, Atletico-Spieler kaufen, kaufen, kaufen. Das wäre jetzt so mein Appell an die Leute, die da wirklich Bock drauf haben. Und genau, dann weiter geht's. Es gibt ja noch viele weitere Spieler. Zum Beispiel, ja auch, wird mir hier mal was angezeigt? Nee, leider nicht. Wieso wird mir hier Keane angezeigt? Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut, dass mir hier Keane angezeigt wird. Jedenfalls, es gibt ja auch noch ganz viele andere Base-Karten. Ich würde euch raten, mit den Base-Karten noch ein bisschen zu warten. Also so Basekarten, wenn ihr jetzt noch ein paar Basekarten habt, noch ein bisschen warten, noch so ein kleines bisschen. Und zwar am besten, Leute, am besten, ihr verkauft eure Basekarten
Und zwar, wenn man hier so schaut, die Saison ist vorbei in 13 Tagen. Das heißt, am besten in 11 oder 12 Tagen verkaufen, weil da sind meistens die Basiskarten halt nochmal am meisten wert, weil danach werden sie sinken. Danach werden sie auf jeden Fall sinken, denn dann werden halt sowieso wieder alle ihre Saisonbelohnungen bekommen und dann, ja, werden die wieder ganz, ganz wenig wert sein. Und ja, deswegen, Leute, wäre es wahrscheinlich am besten, wenn ihr noch welche da habt, dass ihr die dann so ungefähr in 11, 12 Tagen so ungefähr verkauft. Natürlich auch nur, wenn sie rausgehen, ist ja klar. Aber ja, das sollte erstmal auch in dem Sinne klar sein. Dann vielleicht, was man auch nochmal jetzt schauen sollte, TOTW-Spieler. Leute, immer gute Anlage. Ganz wichtig, TOTW-Spieler kann man immer machen. Man sollte nur das richtige TOTW kaufen. Wir haben ja derzeit das schöne TOTW mit einem Heung-min Son hier drin. Und die Spieler jetzt sind gar nicht mal so viel wert. Heung-min Son natürlich ist noch ein bisschen was wert, aber wenn man dann so schaut, zum Beispiel so ein Sterling von vor, ich weiß nicht wie viele Wochen, der ist auf jeden Fall schon ordentlich was wert. Der ist schon gut was hier drauf. Und am Anfang, natürlich sind die jetzt auch immer ein bisschen gesunken, weil ich glaube, der ist von ganz von Anfang. Aber am Anfang ist es meistens so, dass in der Woche, in der das TOTW da ist, dass in dieser Woche die Spieler weniger wert sind als danach. Ist ja klar, weil danach kann man das eben nicht mehr ziehen. Und deswegen würde ich euch raten, immer, wenn gerade ein TOTW da ist, nochmal, wenn ihr einen kaufen wollt, zum Beispiel, wenn ein TOTW da ist, zum Beispiel ist jetzt halt der Sonderen, dann würde ich euch raten, erst zu verkaufen, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, 4 Wochen, 5 Wochen nach dem TOTW oder so. Na, ist vielleicht ein bisschen viel, vielleicht sagt man mal 3, 4 Wochen und dann verkaufen, dann macht ihr auf jeden Fall mehr Münzen, als würdet ihr ihn direkt verkaufen. Ja, und sonst nochmal vielleicht auch ganz interessant für euch, falls ihr noch Toti-Spieler habt, falls ihr noch irgendwelche Toti-Spieler habt, die ihr irgendwann mal gekauft habt oder mal noch aus dem Event habt, dann würde ich euch auch raten, noch diese hier zu verkaufen, denn nach dem UCL-Event wird es wahrscheinlich zum neuen Event, nach dem UCL-Event, wenn es das, vielleicht ist es das TOTS, da wird es wahrscheinlich noch einen Marktcrash geben, weil dann Spieler kommen, die viel, viel besser sind. Deswegen würde ich euch raten, wirklich das jetzt zu verkaufen. Ja, genau, weil dann werden auf jeden Fall die Totis wieder sinken, wenn das TOTS dann da ist. Also, oder ich weiß nicht genau, ob dann wirklich das TOTS kommt, aber jedenfalls, wenn das UCL-Event dann weg ist, dann wird es auf jeden Fall dann, denke ich mal, einen Marktcrash geben. Das gab es schon so oft in letzter Zeit. Und auch in den letzten FIFA-Mobile-Jahren. Da weiß man schon irgendwann mal ein bisschen Bescheid, wann was kommen könnte, wollte, werden würde, wie auch immer. Und man muss halt auch immer mal aufpassen hier, wenn man zum Beispiel schaut, hier auch bei den Umtauschteilen, da kann man ungefähr dann mal so erahnen, was eben ziemlich, ja, teuer sein könnte oder was ziemlich, ja, gern genommen wird, zum Beispiel hier, wenn man hier beim Umtausch sieht, jo, man braucht 80 plus Spieler oder 84 plus UCL Spieler, da kann es mal natürlich sein, dass die gerade mal wieder ein bisschen steigen und ihr macht das natürlich auch bewusst rein, um halt da ein bisschen, ja, bisschen Bewegung reinzubringen auf den Markt, dass mal die Spieler am Anfang wieder sinken, weil ganz viele die ziehen, dann kaufen die wieder ganz viele, weil sie die in den Umtausch reinstecken. Da muss man auch immer mal so ein bisschen auf den Umtausch achten. Auch trotzdem würde ich sagen, die 84 plus Spieler sollte man ja entweder jetzt halt rausballern in den Umtausch oder trotzdem noch mal ein bisschen nach dem UCL-Event warten, vielleicht so in 1, 2, 3 Wochen danach, da werden die noch mal ein bisschen was wert sein, weil man die eben dann nicht mehr bekommen kann. So sieht's aus, Leute, und das heißt, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne in den Chat, wir sind nämlich im Livestream, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und das heißt, Leute, wir sehen uns auch dann, denke ich, einfach mal morgen im Livestream, Leute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss! We'll be right back.